Hallo, meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Tomb Raider. Jo, wo müssen wir hin? Ne, da runter müssen wir nicht, von da kommen wir, oder? Ich glaube schon. Was ist das? Ich kann kaum glauben, dass wir tatsächlich auf einer Expedition sind, um die Heimat meiner Vorfahren zu finden. Seit ich Lara die Geschichte von Himiko erzählt habe, war sie auf der Suche nach diesem Ort. Ich habe nie viel darüber nachgedacht, dass das alles tatsächlich historisch sein könnte. Meine Großmutter erzählte mir die Geschichte, als wäre sie eine Erinnerung. Vor vielen Jahrtausenden herrschte die Sonnenkönigin Himiko über das Land Yamatai. Die Sonne gehorchte Himiko und sie beherrschte alles, was deren Strahlen berührten, von den Bergen bis zum Meer. Aber eines Tages verschwand Yamatai plötzlich spurlos und geriet in Vergessenheit. Okay. Wir haben ein Dings, irgendwas entdeckt, okay. Eins von sieben zumindest. Haben wir irgendwo eine Fackel oder so? Können wir das. Ah, das können wir anfackeln, anbrennen. Haben wir. Wo haben wir denn unser Inventar? Stoßen Sie zu Whitman. Ja, okay. Haben wir nicht. Haben wir hier ein Inventar? Nee. Auf was für eine Taste hat man denn sein Inventar? Scheiße. Wo ist eine Tastatur? Nein. Ups. Tastaturbelegung. Genau, gut. Springen. Leertaste. Ausweichen, sprinten. Umschalt, ist richtig, okay. Nachladen, Instinkt. Kein Inventar. Ah, okay. Gut. Wir haben einfach so die Fackel, also okay. Bergungsgut. Sammeln Sie Bergungsgut, um wartet das Lager an Waffen-Upgrades zu machen. Okay, cool. Pfeile sind immer schön. Achso, wir sind voll mit Pfeilen, okay. Ach, mehrmals eh. Axt ist nicht stabil genug. Sie öffnen. Hä, was? Zum Öffnen ist eine stabilere Axt erforderlich, okay. Waffen-Upgrades. Okay, Moment. Dann will ich mal kurz gucken, ob wir. Ein Waffen. Ja, das ist Fähigkeiten. Wir können keine Waffen-Upgrades machen, Manu. Das ist jetzt aber nicht so cool. Ah, egal. Das klingt gar nicht gut. Wo ist denn der? Da sind Pfeile. Okay, Moment, ich will mich hier weiter umgucken. Das Licht meiner Softboxen ist ein bisschen sehr hell. Zack, zack. Ich will da hoch. Danke. Wenn ich jetzt hier rüber gehen will. Was finde ich hier oben? Da war gerade irgendwas. War dein Ernst? Ich komme hier hin. Och, dein Ernst. Hier lag irgendwo was. Irgendwo lag was. Da. Ah, okay. Noch so ein. Einfach auf den Baumstamm lang hüpfen, okay. Irgendwie wieder so eins von diesen Teilen. Lara hat eine Vertrauenskrise, also werde ich Okay. für sie gute Laune simulieren. Aber etwas an dieser Expedition macht mich nervös. Je näher wir dem Drachendreieck kommen, desto übler wird mir. Mit Vorfreude hat das nichts zu tun. Was zum Teufel ist nur los mit mir? Ich sollte aufgeregt sein. Das wird ein völlig irrer Trip. Ich muss nur dieses Gefühl loswerden. Vielleicht kann ich Lara zu einer kleinen Pause und einem Drink überreden. Möglich. Oh, ey.
Oh Gott. Ist noch irgendwo einer? Oh Gott, da! Hoi. Kommt er zu mir? Da unten war er. Ich hab den Wolf gesehen, oder was auch immer es ist. Sie hätten mich vor den Wölfen warnen können, Doktor. Ja, echt mal. Finde ich auch. Hätte er machen können. Oh Gott! Oh, wow, das war... Oh Gott, von wo? Von wo? Von da? Wow! Habe ich ihn getroffen? Ich glaube, ich habe ihn getroffen. Habe ich ihn... Mann, wie viele kommen denn da? Wow, okay, das war gut gesnipert. Was habe ich da? Da unten habe ich bestimmt irgendwas vergessen. Egal. Ich will da unten nicht nochmal hin. Dafür kann ich mir neue Pfeile mitnehmen. Sehr schön. Was ist da unten? Ich weiß es nicht. Da ist das Tor. Moment. Zum Lagerplatz. Okay, das ist ein Lagerplatz. Schön. Es gibt hier sicherlich noch ein bisschen was, was ich entdecken kann. Was ich mir snacken kann. Ah, ein Reh. Headshot! Alter, aber mega. Der ist ein bisschen weit weggeflogen, ne? So ganz minimal. Wow. Hallo? Durch Kopfbewegungen drücken japanische No-Schauspieler trotz der starren Maske verschiedene Emotionen aus. Zweite Maske gefunden, schön. Oh, die Softboxen blenden gerade so mega, das ist unglaublich. Damn, okay, egal. Noch ein Schrein. Ja. Wen beten die wohl an? Ich weiß es nicht. Aber hier gibt es was zum Abfackeln. Okay, noch mehr Sachen zum... Okay, da unten kann ich nichts machen. Schade. Hier ist noch was. Oh! Man ist total hysterisch. Dieser Anfall bei den Filmaufnahmen war unglaublich. Das ist doch sein Job, oder? Er trägt ja nicht mal was zum eigentlichen Forschungsaspekt dieser Expedition bei. Wenn wir Yamatai gefunden haben und die Kameras laufen, wird er sich beruhigen. Er mag eine Nervensäge sein, aber er weiß, wie man eine Szene anlegt. Ich muss nur meinen Job machen und cool bleiben. Lara weiß es nicht, aber ich habe auch Aufnahmen von ihr gemacht. Ich will, dass sie den Ruhm bekommt, den sie verdient. Und außerdem sieht sie auf Film toll aus. Ein Naturtalent. Wahrscheinlich wird Whitman deswegen noch wahnsinnig vor Eifersucht. Aber wenn er es rauskriegt, sitzen wir schon in der Premiere in Telluride. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. So, ich glaube, das war's jetzt aber hier. Mehr kann ich, glaube ich, nicht holen. Na, Pfeile. Da unten ist noch was. Hier sind... Na, okay. Ist voll. Das kann ich noch aufstemmen. Aufheben, was auch immer. Und... Was war das? Egal. Hier kann ich noch hoch. Ah, da ist wieder so ein... Ja. Geocache. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir an diesen Rastplatz da vorne. Was ist hier? Pfeile.
So, ja, hier bin ich auch lang gegangen, genau. Die Truhe können wir nicht aufheben. Dafür müssen wir erstmal unsere Axt upgraden. Können wir auf Fähigkeiten? Nein, haben wir nicht. Jäger-Upgrades. Ja, es ist Jäger. Ja, toll. Ich will aber meine Waffen upgraden können. Warum kann ich denn meine Waffen nicht upgraden? Manu. Ha. Hi. Die sind faszinierend. Ich habe das schon mal gesehen. Sie müssen rituell sein. Dieses Frauenabbild hier ist besonders interessant. Das ist erst vor kurzem gemacht worden. Das waren die Inselbewohner. Den Wracks zufolge sind sie genau wie wir Überlebende. Bemerkenswert. Na, hoffentlich werden wir nicht auch Mörder wie sie. Versuch's mit dem anderen. Hier fehlt der Griff. Ich wollte gerade sagen, nimm die Axt. Zusammen. Scheiße. Sie hält leider nicht. Ich werde nach was Stärkerem suchen. Vielleicht liegt hier was Nützliches. Unglaublich. Wie wär's mit einem Waffen-Upgrade machen? Finden Sie ein Lager und führen Sie ein Upgrade? Ah, okay. Erstmal Fackel anmachen. Hier so nichts. Hoi! Dich habe ich jetzt gerade erst erkannt. Hier ist noch so ein. Oh. Bitte, denk nach, bevor du die Papiere einreichst. Ich habe mein letztes Geld in diese Expedition. Nee. Will ich jetzt nicht. Ich merke mir das eh alles nicht, also von daher. So, hier ist ein Lager, danke. Danke, wir können Waffen upgraden. Stemmaxt. 80 haben wir, 15 kostet es. 50 meine ich. Verstärken. Schön. Können wir jetzt auch diese Truhe aufmachen? Okay. Ah, 50 davon. Dann müssen wir jetzt aber nochmal zurückrennen. Denn ich will die andere Truhe auch noch aufmachen. Die wir da hinten an dem anderen Lagerplatz hatten. Haut ab! Oh Gott! Das war nicht gut getroffen. Der war gut getroffen. Ha! Da ist noch eine Truhe. Batz. Nice. Nochmal 10. Neue. Alte. Neue. Dings. Schrauben. Kescher nehmen wir mit. Da oben war's, ne? Ich glaube, da oben war die Truhe. Genau. Da. Ja. Moment. So. Gut. 140 neue Dings. 140 Dings. Wow. Doki, wow, ich bin begeistert. Funktioniert das? Ich glaube, das funktioniert. So bin ich, glaube ich, schneller. Huh? Zack. Ja, ich bin so um einiges schneller, glaube ich. Kommt mir zumindest so vor. Alles klar? Soll's losgehen? Jo. Losgehen, Doktor. Drück hin! Ja, ich würde mich beeilen. Gut. Macht es halt alles ganz gechillt. Ist okay. Abbildung auf dem Tor. Dem Alter der Symbole nach könnte es die Sonnengöttin sein. Himiko, Sie channeln aber nicht zufällig gerade Sam, Dr. Whitman. Ausruhen geht nicht, Mara. Weiter! Nun, ja. Himiko hatte zweifellos große Macht. Manche sagen schamanistische, elementare. Kaum ist eine Frau mal wirklich mächtig, reden alle sofort von Hexerei. Wir sollten nichts ausschließen, selbst wenn es uns irrational vorkommt. Wir müssen noch viel über die Welt lernen. Sie klingen wie mein Vater. Das könnte eine Wahnsinnsstory sein, Lara. Auf jeden Fall.
Ich hoffe, ich verpasse hier jetzt nichts. So, sorry, kurze Unterbrechung. Schon wieder. Unglaublich. Es ist Himiko. Sehen Sie, die Schale, die Kerzen. Sie wird noch immer verehrt. Diese Insel war anscheinend wirklich ein Teil Yamatais. Du hattest recht, Lara. Das alte Königreich. Das ist ja wie Atlantis. Aber das hier ist real, Dr. Whitman. Wir stehen nicht auf einem Mythos. Nein, nein, wir stehen auf einer Goldmine. Was? Kommt, schnell! Eure Freunde sind verletzt. Ja, wahrscheinlich durch sie. Zurück. Wir können ihnen nicht trauen. Sie haben die Waffe. Ich will keinen Ärger machen. Nein. Wir kommen mit. Nein! Aber ich verlange, dass ihr uns zu demjenigen bringt, der euch anführt. Was tun Sie Versteht? Da? Nein! Ich kläre das. Nein! Ah. Nein! Bitte! Hau ab! Du musst mit ihnen gehen, Lara. Tu, was sie sagen. Дай мне пистолет. Иди. Пошла. Wer seid ihr überhaupt? Was wollt ihr? Тихо! Лара! Хочу нужно послухать, мочи! Тут им nichts! Bitte! Тихо! Я сказал. А ты ведь хорошенькая, да? Напоминаешь мою сестру. Окружите! Окружить! Только попробуй рыбиться. Мочите их! Gut, Leute. Wir beenden jetzt hier erstmal die Part. Ich will mein Essen nämlich essen. Huh, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut da rein.